Willkommen zurück auf Boxing Arts und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nehme ich dich einfach in mein Boxtraining mit. Fangen wir also gleich an und verlieren keine Zeit. Was für Schuhe sind das eigentlich? Das sind ganz normale Boxschuhe, aber natürlich braucht man nicht als Boxer jetzt unbedingt Boxschuhe beim Training. Kannst auch ganz normal Sportschuhe benutzen. Erstens ist natürlich wichtig, das Warm-up, ne? Das vernachlässigen sehr, sehr viele unter euch. Ich weiß es ganz genau, dass ihr das vernachlässigt. Weil ich war früher auch so, hab gedacht, ja, nur so ein bisschen bewegen, haha, reicht schon aus. Aber dann kommen die Verletzungen und habt ihr überhaupt keinen Bock da drauf nachher. Deswegen wärmt euch lieber mindestens 10 Minuten bis sogar zu 15 Minuten auf, damit ihr auf die Belastungen, die jetzt bevorstehen, gleich auch optimal vorbereitet seid. Ja, jetzt mache ich einfach so eine Mobilisation für die Hüfte. Auch wichtig beim Boxen, auch wenn wir keine Kicks oder so machen, weil wir auch viel aus den Beinen arbeiten und so, ne? Ich bin jetzt fertig mit dem Warm-up. Mobilisiert habe ich mich. Herzkreislauf ist auch ein bisschen aktiv. Solange du merkst, dass du hier so ein paar Schweißperlen verlierst, bist du auf jeden Fall ausreichend aufgewärmt. Ich mache zwei Übungen in Kombination und zwar 3 Minuten immer und mit einer Minute Pause dazwischen. Nimm hier dieses Band, wickel es mir hier um die Beine. So habe ich nochmal zusätzlich so ein bisschen mehr Spannung in den Beinen insgesamt, aber habe auch das Gefühl, dass ich auch richtig stehe in Boxstellung und stabil bin. Und dabei nehme ich nochmal 1 Kilo Kurzhanteln und mache damit Schattenboxen jetzt. Ziel ist es hierbei natürlich, dass man sich viel bewegt, ne, und nicht stehen bleibt. 3x3 Minuten mache ich das. Und los geht's, komm. Ich habe hier einfach nur 1 Kilo Kurzhanteln genommen. Ne? Ist auch wichtig, dass ihr da nicht zu hoch geht mit dem Gewicht, weil dann kann man sich eklige Schulterverletzungen dadurch holen. Deswegen holt euch einfach so 1 Kilo Hanteln und dann arbeitet ganz locker. Und für mich geht es jetzt weiter. Einfach nur schön locker arbeiten, technisch sauber. Wenn du unerfahren bist, dann auf jeden Fall langsamer, Technik immer vor Schnelligkeit, weil die Schnelligkeit kommt dann von ganz alleine irgendwann. Fokussiere dich erstmal allgemein nur auf die Technik, bevor du irgendwie so Zusatzgewichte oder Zusatzgeräte benutzt. So, als nächstes habe ich mir jetzt hier die Koordinationsleiter gelegt. Wieder Beinarbeit, Koordination mit dem Band, mit den Hanteln, so wie eben. Natürlich für euch wieder, ihr müsst das nicht damit machen, ihr könnt es auch einfach so im Freien machen. Aber kann ich für jeden empfehlen, der jetzt koordinativ und in der Beinarbeit auch vor allem besser werden möchte. Ich fokussiere mich nur auf eine Übung und zwar immer in Boxstellung mit dem Jab rein und raus gehen. Das war gut. Da merkt man auf jeden Fall, die Beine brennen richtig, die Waden, die Füße. Zu der Übungskombination Liegestütze und Seilspringen. Und beim Seil nehme ich hier diesen heftigen Gartenschlauch, der wiegt so 600 Gramm hier. Und dann platzen einem die Unterarme auch weg und danach nochmal Liegestütze. 3 Minuten Seilspringen und dann nochmal 1 Minute zusätzlich, anstatt nur rumzustehen, diesmal Liegestütze zwischendurch einbauen. Puh. Das haut gut rein. Komm. Oh, ich sag's euch, Leute, das ist echt heftig, dieses Seil. Oh, das ist so schlimm für die Unterarme auch. Aber auch für die Schultern und den Rücken, Bauch. Ich merke alles hier. Dadurch, dass man einfach mehr Widerstand hat. Also ich sag's euch, das ist echt heftig. Wenn ihr euer Training auf nächstes Level heben wollt, ne, dann holt euch auf jeden Fall die Seile von Everjump. Da habt ihr verschiedene gewichtete Seile, die ihr ganz schnell hier switchen könnt. Und dieses Gartenschlauchding hier mit 600 Gramm, das hat es echt in sich. Mit meinem Gutscheincode BOXINGARTS bekommt ihr immer den besten Deal bei Everjump. Und aktuell gibt es auch eine Challenge. Über 30 Tage hinweg jeden Tag 1000 Sprünge machen. Einfach ein Bild schicken an die, dass ihr das erfolgreich bestanden habt. Und dann habt ihr vielleicht auch die Chance, einen Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro zu gewinnen. Alles dazu im Link in der Beschreibung. Aber auch nicht so viel. Mein Trainer hat immer gesagt, hör auf wie ein Kamel zu trinken, Mann. Du bist nicht in der Wüste, wo du verdurstest. So, jetzt als nächstes mache ich den Core. Wie wichtig, dass du immer auf Spannung bleibst. Und das ist gerade für diejenigen unter euch interessant, die jetzt immer aus den Armen schlagen und so und nicht mit dem gesamten Körper mit rein rotieren. Und da habe ich hier so einen Ball mit Wasser gefüllt.
Natürlich könnt ihr auch einen herkömmlichen Medizinball nehmen, der einfach etwas schwerer ist. Und dann ist wichtig, breiter Stand, fest stehen auf dem Boden und danach richtig hier rein rotieren. Die ganze Zeit. Dazu noch diesen Bauchroller hier benutzen. Oh, das haut gut rein jetzt. Fertig. Geschafft. Das war jetzt erstmal mein Zirkeltraining. Wie viele Meter hat denn deine Bandage? Ich habe 4,5 Meter und ich empfehle auch immer einen längeren, weil du einfach mehr Stoff hast, dass du dir um die Hände wickeln kannst und das dann einfach dadurch stabiler ist. Und wenn ihr dafür eine genaue Anleitung haben wollt, hier oben in der Infokarte könnt ihr es euch angucken. So, auf jeden Fall schön fest. Es ist immer wichtig, dass ihr auch nicht nur hier so stehen bleibt und die ganze Zeit nur schlägt, sondern euch mal fokussiert auch auf die Beinarbeit. Insgesamt mehr den Sandsack als lebenden Menschen sehen, der sich auf euch zubewegt, dass ihr hier rausgeht, dass ihr hier die Winkel wechselt, wird euer Sandsacktraining auch viel, viel intensiver werden. Wenn ihr fertig seid mit dem Sandzeugtraining, oh, diese herrliche Boxhandschuhgeruch. So Leute, das soll es auch wieder gewesen sein. Kleiner Einblick in mein Training. Folgt mir auch auf Instagram, da packe ich auf jeden Fall euch immer neue Tipps und Tricks für das Training, was ihr dann auch für euch verwenden könnt. Ansonsten kommentiert mal, welche Übung euch am besten gefallen hat. Und wenn ihr jetzt noch weitere Trainingseinheiten braucht, dann guckt euch auf jeden Fall dieses Video hier an. Das wird euch weiterhelfen. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Never lie, we don't slack, tell her eyes running back. I don't brag, I'm relaxed, I'm not in all of that, yeah. It's really just the fam and my dogs. I just gotta make a call. I ain't in all that chatting, not at all, not at all. Yeah, I put that on the squad, we been not just going.